Hallo, liebe Freunde der Nacht. Heute gibt es einen weiteren Cup von Retro Boy. Aber wir werden zum letzten Mal das Character Pack nutzen, das wir seit Part 1 haben, und wechseln das beim nächsten Mal komplett durch. Ne? Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wen ich nicht genommen habe. Ich habe nicht genommen den Mario im Sunshine-Outfit. Tut mir leid. Ich versuche, die interessantesten zu nehmen. Luigi hier in seinem Mario Strikers. Ne, ihr wisst Bescheid. Ich habe euch im ersten Part ein paar gezeigt. Ich glaube auch Peach. Ne, warte. Ist die abgeändert? Von der Frisur? Kann sein. Daisy hat was Weißes an. Rosie ist, glaube ich, nicht verändert. Da hatten wir den Igel. Da ist die Olle aus Link's Awakening. Und hier habe ich ja noch einen Mod, dass sie SpongeBob ist. Den haben wir auch genommen für sein eigenes Burger-Mobil, nicht wahr? Aber hier gäbe es auch noch den Link's Awakening Link. Ja, den habe ich überschrieben. Da haben wir die Among Us'es in verschiedenen Farben. Kirby habe ich leider nicht genommen. Das tut mir leid, Kirby. Kirby, Burby. Tut mir leid. Aber er hat sogar Soundtrack. Er sah mir ein bisschen plastik aus, ein bisschen, weiß nicht. Ja, die anderen sind noch interessanter. Ganz einfach. Captain Toad, ja, ist halt der Toad, ne, mit Rucksack und Lampe. Wir haben sie als Gegenfahrer gesehen und werden sie heute nochmal sehen. Wir haben Classic Sonic gehabt. Ich glaube auch Knuckles, sieht eher aus wie ein Classic Knuckles, obwohl es hier nicht mehr gibt. Susie aus Planet Robobot, scheint mir gut gelungen, ne, vom Design, aber, ja, so ein wichtiger Charakter ist die ja gar nicht. Gab es einen kleinen Plot-Twist. Pikachu hatten wir, Mega Man leider nicht, ne. Er wirkt doch ein bisschen merkwürdig mit den Händen. Und er ist tonlos, deswegen. Samus hatten wir. Aber eine Sache noch, das möchte ich zeigen bei Samus. Und zwar Unterschied zwischen Kart und Bike ist sehr eindeutig. Achtet mal drauf. Ups, was ist denn da passiert? Verrückt, ne? Dass sie sich komplett ändert. Aber ich glaube, das hat man in Part 1 in der Demonstration auch gesehen. Oh, was eine gebückte Haltung. Ein bisschen gerader muss man dann doch. Das kommt von dem Gewicht, das vorne vom Oberkörper ausgeht. Da zieht es dann runter. Da kommen die Rückenprobleme her im Alter. Was? So, König Buhu. Oh, der wäre schon stark. Er ist halt dem Buhu sehr ähnlich. Waluigi, Wario. Gut, da ist jetzt keine nennenswerte Änderung. Heiratswilliger Bowser aus Mario Odyssey. Metal Sonic wäre cool gewesen. Bowser Jr. Shadow. I've got this. Und Krankfried hatten wir, Banjo natürlich, Sans, wobei habe ich ihn nicht richtig ausgewählt, ist auch egal. Mewtwo hatten wir und hier gibt es den Crash Bandicoot im letzten Part, aber auch Mario 64 Mario wäre cool gewesen. Son Goku hatten wir, Inkling nicht und Fox McCloud hatten wir auch. So, und die wechseln wir durch das nächste Mal. Munter und fleißig. Ich entscheide mich für Shadow. Shadow, Shadow. I've got this. Das ist auch das richtige Bike, ne? Das ist sein Bike. Da wurden die Flammen weggemacht. Das sieht aus wie das Bike aus dem Spiel Shadow the Hedgehog. Und es gab es auch in Sonic 2006. Brauchen wir auch dunkle, böse Reifen. Böse Reifen, habe ich gesagt. Starmy. Das können wir nehmen. Und das letzte Mal ein Kleiter. Jeder Charakter hat natürlich seinen Default-Kleiter. Haben wir irgendwas noch nicht genommen. Skorkler hatten wir, Tails hatten wir. Von diesen Sachen nehmen wir uns erstmal Abschied, aber wir werden komplett neu erleben. Das nächste Mal seid da unbedingt dabei. Nö, weil wir das durch hier an Kleitern. Dann kommen wir also zum Bananencup in der Situation. Pack Mountain. Oh, da bin ich sehr gespannt. Gut, ich glaube, das sind Strecken, die wir teils schon gesehen haben. Mal gucken, wie es wird. Der letzte Part, der vorherige, ne, mit Crash Bandicoot, der war richtig interessant. Da waren sehr gute Sachen dabei. Da waren sehr gute Sachen dabei. Und heute beginnen wir mit... Das ist die eine Wüste, ne? Oh, aber besser! Das ist uns auch schon aufgefallen. So manche Wüste... Ach, die ist auch von der Wii U, oder? Die ist auch von der Wii U. Mal grübeln. Ja, die ist abgeändert. Mehr ist das nicht. Dass der Boden asphaltiert ist oder zumindest. Das muss ich bezeichnen. Gepflastert. Gepflastert ist der Ausdruck, den ich gesucht habe. Ja, das ist mal eine Mario Kart 8-Strecke. Modifiziert. Die kühlheiße Wüste. Nee. Staubtrockene Wüste? Ihr wisst, welche ich meine. Da stehen auch neue Sachen. Ach, guck mal, da sind die Inkling-Girlies.
Mary und oder nee, Marina und Limon und Aioli, das waren noch Zeiten. Das war doch Aioli, oder? Oh, tut mir leid, ne? Die Splatoon-Lore. Ich bin ein bisschen raus. Auch unter Wasser asphaltiert. Stark. Ja, Shadow habe ich jetzt nochmal genommen, weil es gibt halt echt viele Sonic-Charaktere. Ihr habt es ja gesehen. Knuckles verschmäht, Metal Sonic verschmäht. Ich habe es ein bisschen mit König Buhu geliebäugelt. Aber mich knapp für Shadow entschieden. Ich hoffe, das ist vertretbar. Weil das ist auch beliebt. Na, Shadow ist cool, ne? Coole Socke, die ist das. Ultimative Lebensform. Was willst du mehr? Ja, ultimativ. Die Wii U-Wüste im Laufe der Zeit. Wobei, ist die nicht sogar... Die ist zwar auf der Wii U, aber die stammt auch von einem früheren Mario Kart-Teil. Ich habe jetzt so viele Custom-Track-Parts aufgenommen, ich komme komplett durcheinander. Gab's die vorher schon oder war die neu für die Wii U? Ich finde es auch interessant, wie das unter Wasser eine andere Bepflasterung hat als hier oben. Ändert sich dann auch das Fahrverhalten? Schwer zu sagen, ne? Auch die Hintergründe, andere Kakteen und so. Es wirkt hochwertiger, möchte ich sagen. Es wirkt hochwertiger. Na, Pokey. Poki, Kaktus, bist du erleichtert, dass du nicht mehr den Namen teilst mit Nestnachbarjungen? Dass Poki in Porky umbenannt wurde? Oder? Keine Verwechslungsgefahr mehr? Ja. Da bin ich ja beruhigt. Hat nur geklärt in Mathe 3. Dann ist ja gut, Poki. Ja, das war klar. Ja, natürlich. Mario Kart. Dieser Moment, wo man erkennt, dass man Mario Kart spielt. Da war ja was. Ah, ja. Stimmt, jetzt erkenne ich es auch wieder. Das ist definitiv Mario Kart. Kann mich auch keine Modpacks irgendwie dran hindern, dies zu glauben. Ich glaube, ich dachte eigentlich, Shadow wäre ein bisschen gesprächiger. Oh, komm, er grinst sogar ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen? So ein kleiner Sieg, da hat er schon mal ein Lächeln auf den Lippen. Ne? Pack Mountain! SNES Pack Mountain. Fake. Hier bin ich mir ziemlich sicher. Ich rate, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Ich erwähnte bereits, es gibt auch Strecken aus Mario Kart Arcade Grand Prix. Und in Mario Kart Arcade Grand Prix ist auch Pac-Man Fahrer gewesen. Und Mrs. Pac-Man. Die Geister aus Pac-Man. Ich weiß nicht warum. Weil Namco da mitentwickelt hatte? Wahrscheinlich. Und es wäre nur logisch, wenn das eine Strecke aus Mario Kart Arcade Grand Prix ist. Aus welchen der vier Teile? Keine Ahnung. Ich tippe einfach mal den ersten. Aber davon ab finde ich das hier ziemlich cool gemacht. Pac-Land. Was dafür spricht... Guck mal hier. Ist, dass die Strecke eher ein bisschen simpel gehalten ist. Komplexer als diese andere, Splash Circuit oder wie es hieß. Guck mal, die Wände sind die Pac-Man-Geister, klassisch. Und der Soundtrack könnte dann auch der Original Soundtrack davon sein. Ich meine, es gab ja auch Spiele wie Pac-Man Rally und so, der hatte auch schon Fun-Racer. Aber es wird sicher von Arcade Grand Prix sein. Haben wir die Chance also auch, so mal wieder zu spielen, ne? Oder mal wieder. Erstmals in meinem Falle. Ich mag die Sonnenlichteffekte. Richtig hochwertige Custom-Strecke, oder? Oh, da hatte ich... Ich wusste es nicht. Da ist eine Rampe gewesen. Ein bisschen laut. Ein bisschen laut bei mir. Ich werde das für euch in der Nachbearbeitung direkt angepasst haben. Auch hier diese Höhle mit den leuchtenden Pilzen und Moos. Ohne Moos nichts los in der Unterhose. Du fetter Kloß in deinem Schoß voller Soße.
Musst du doch mal groß. Also sei mir nicht boos. Ich finde, hier steckt einiges drin. Auch, dass der Straßenbelag sich immer ändert, die Hintergründe sich anpassen. Da sind halt Berge und ein bisschen grün, also richtig bunt. Da steht eine Kuh. Da steht einfach eine Kuh rum, warum nie? Piranha-Pflanzen, die schnappen. Also egal, wo es herstammt, es ist sehr hochwertig gemacht. Auch wenn die Strecke an sich, ich sag mal, vor allen Dingen flaches. Ne, da geht es nicht groß hoch und runter. Es ist sehr eben. Noch diese Fahrzeuge da, diese Schwanboote. Habt ihr uns gesehen? Die sind ja auch aus... Hallo Captain Toad, schön, dass wir dich nochmal sehen können. Diese Schwanenboote sind von N64 Royal Raceway. Trotzdem sehr hübsch in der Summe. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Packland, auch das. Den Schriftzug gibt es nicht auf Mario Kart 8. Den musst du mindestens drüber importieren, ne? Wahrscheinlich sogar erstellen. Und hier sieht es eher so aus, als würden wir auf ein Bild zurasen, als wäre das ein JPEG, ein PNG. Aber in Wirklichkeit sind die alle modelliert, die Felsen im Hintergrund und so. Also ich finde es stark. Der Qualitätsdurchschnitt steigt. Die ganzen Schatteneffekte und so. Heftig. Ich habe jetzt nicht so viel von Pac-Man gesehen, um ehrlich zu sein. Also einfach so ein Schriftzug Pac-Land und in den Wänden so ein paar Geisterchen reinpflanzen. Weiß nicht, ob mir das reichen will. Aber Applaus von mir, ne? Einen kurzen... Ja. Muss das schon mal geben. Dann entspannen wir uns erstmal. Luigi's Mansion, die wir bereits gesehen hatten. Vom DS. Oder wieder... Oh, da passt aber die Musik nicht, oder? Das erste Mal, wo ich sage, vermutlich ist die Custom Track Grand Prix Universe Variante besser. Vor allem, wenn ich da einfach random von Lucky 2 irgendwie geärgert werde. Das Mobbing. Also je mehr ich hier das alles sehe, umso mehr habe ich einfach das Bedürfnis zu sagen, liebe Mario Kart 8 Modder, setzt euch doch mal alle an einen Tisch. Ich weiß auch nicht, also wenn so viele schon so eine Euphorie machen und so schöne Strecken mitunter erstellen können, wird es doch möglich sein, ein definitives Pack auf die Beine zu stellen. Mit dem Besten aus allen Versionen. Ein Luigi's Mansion ohne das Lucky Tour in der aus der Ritze holt und mit dem richtigen Soundtrack. Und so weiter und so fort. Es gibt genug Strecken, damit man die Cups voll machen kann, offensichtlich. Ja? Dass jede Strecke ihren richtigen Soundtrack hat. Das sollte doch theoretisch möglich sein. Wenn die schon sowas Großes schaffen können, dann können die auch noch diese heftigen Sachen schaffen. Oder was meint ihr? Da wird mir doch alles ein bisschen unvollkommen. Aber ich fürchte fast, dass auch unter den Mario Kart 8 Moddern vielleicht nicht nur innige Freundschaft besteht. Das wird auch schon, vielleicht auch schon eine gewisse Rivalität herrscht. Weil eine sich Custom Track Grand Prix Universe nennt. Und der Retro Boy sieht das vielleicht anders. Und der dritte, den wir noch haben, der sieht das nochmal anders. Oder ich weiß auch nicht so genau. Da hat wie jeder vielleicht auch seine eigenen Vorstellungen, ja. Diese Differenzen. Das ist ein bisschen schade. Naja, aber dafür habt ihr mich. Ich, der euch ja, alles zeigt, ne? Die besseren und die schlechteren Seiten der Custom Tracks. Ihr müsst nur vollumfänglich dranbleiben. Wenn euch mal ein Part angeödet hat, sei's drum, seid gefälligst das nächste Mal wieder dabei. Ihr habt ja schon gemerkt inzwischen, dass es interessantere und, naja, weniger interessante Parts gibt. Tatsächlich. Kommt vor. Deswegen.
Also dieser Luigi Mansion Circuit hat uns jetzt nicht so viel gegeben, weil wir den halt schon mit richtigem Soundtrack, so denke ich, also wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, bereits gesehen hatten. Strecke 4 von 4. Was zur Hölle ist das denn? Das N64 Bowser. Und auch die Strecke hatten wir schon, aber die sah definitiv anders aus. Ist das N64? Ist auch wieder jemand komplett anderes, der da... Warum ist da so ein Übertragungsbus? Was macht Frankie? Frankie ist eingesperrt. Okay. Seht ihr, das ist eine ganz andere Interpretation von N64 Bowser's Castle als das letzte Mal. Hier bei Retro Boy fällt mir halt oft auf, dass die Soundtracks einfach fehlen. Das ist schade. Also ich weiß nicht, ob es da Probleme gibt, aber ich würde die doch so nicht veröffentlichen ohne Soundtracks. Das muss doch wohl noch möglich sein. Und wenn, dann machst du halt den Default-Soundtrack in diesem Falle rein. Oder von einem Bowser Castle einfach. Das verstehe ich nicht, wenn man schon so weit gegangen ist, dass solche normalen Sachen gefühlt dann nicht mehr klappen. Das ralle ich nicht. Also ein ganz anderes N64 Bowser's Castle als bereits gesehen. Ne, Daisy? Kennst du schon Schatten, den Igel? Mit Chaos-Kontrolle? Ui. Naja, vielleicht formt sich das noch. Die Mario Kart 8 Custom Track oder Mod-Szene ist ja alles noch im... Ja, hat sich schon entwickelt. True. Aber ist noch lange nicht in der Entwicklung am Ende angekommen. Selbst wenn Mario Kart 9 erscheint und der Switch-Nachfolger, wird man weiter hier dran basteln. So denke ich. Bin ich mir sicher. Was? Was mir so ein bisschen nach außen fährt und tatsächlich auch da so ein Luftschiff rumfliegen sieht über die Lava, das ist eine richtig coole Idee. Jetzt sind die Laser auch hardcore im Weg. Stark. Auch ein bisschen laggy. Könnte man optimieren. Da in den Texturen eben an der Wand, also während man über die Brücke fährt, an der Wand sind mir gerade so ein paar Sachen aufgefallen. Unsauber geschnittene Texturen. Also ich stelle mir das Ganze auch super schwierig vor, ganz ehrlich. Das ist bestimmt nicht einfach, da muss man sich auch schon reinarbeiten. Und ich kenne das auch vom Computerquatsch, ne? Wenn du irgendwas machst am PC und irgendwas hast verstellt und du weißt nicht wie, ne? Du weißt nicht mehr, wie du das beheben sollst. Das ist schon oft passiert. Z-Slayer! Shadi! Z-Slayer, bitte! Meld dich! Direkt auf WhatsApp angeschrieben. Ja, nee. Quatsch, so schlimm bin ich nicht. Also, ab und zu nur. Und die letzte Runde. Eine Runde geht noch aufs Haus. Die Bowser-Statue, die nach da zeigt, die finde ich halt sehr nett. Den Übertragungsbus, ne? Mit der Satellitenschüssel drauf, den finde ich zwar interessant von der Thematik. Ne? Verstehe, was der Künstler ausdrücken wollte. Aber ich finde, der passt hier gar nicht rein. Vielleicht so das Übertragungsteam einfach, um den Mario Kart Grand Prix weiter zu verfolgen. Oder. Weiß nicht. Live von Prinzessin Peachs Rettung. Aus Bowser's Castle. Toad TV. Baba! Mein Toad-TV. Aber total toller Out of Place. Die Bäume hier finde ich sehr gut. Das bringt ein bisschen mehr, ne? Das wirkte Mario Kart 64 ein bisschen seltsam, dass es einfach irgendwas ist. Aber so wirkt es halt wie ein richtiger Schlossgarten. Fast schon. Dass selbst Bowser so ein kleines bisschen Grün haben möchte in irgendeiner Ecke. Hab schon gehört, ne? Ich hörte die gern. Warum ist da eigentlich so stockschwarz? Das hat auch so ein Logo ran. Tja. Und hier ist eigentlich auch, ne? Hier sind wir quasi Vulkankrollenwege.
verrücktes Ding. Also viel Eigeninterpretation finde ich aber gut. Ich kann mich nicht so genau erinnern, aber so aus dem Stegreif würde ich sagen, würde ich diese Version von N64 Bowser's Castle der anderen N64 Bowser's Castle Version von Mario Kart 8 Custom Crank Grand Prix Universe vorziehen. Würde ich sagen. Guten. Das war's für heute. Nächstes Mal, wie gesagt, komplett neue Charakterfelder. Das wird heftig. Ihr werdet sehen an den Mitspielern und so weiter. Seid gespannt. Wir haben noch viel im Petto. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao.